Okay. Ihr arbeitet eng zusammen mit einem Kooperationspartner, mit einem anderen Verein. Das ist die Tierhilfe Hoffnung. Ja. Magst du uns etwas über diesen Verein berichten? Die Tierhilfe Hoffnung, das ist in, oder die Besitzerin davon ist, oder die Leiterin, das ist die Ute Langenkamp. Die ist in Rumänien tätig, hat dort das größte Tierheim der Welt aufgebaut. Und mit denen arbeiten wir halt sehr, sehr eng zusammen, weil natürlich dadurch, dass dort über 3000 Hunde meistens sitzen, die Not schon sehr groß ist. Mhm. Und, lass dich nicht irritieren, er hat mich nur gerade ein bisschen eingewickelt. Ja, das macht er gerne. Und das klappt also auch sehr gut. Die sitzen im Frankfurter Raum in Deutschland. Mhm. Aber die Frau Langenkamp selber ist halt ganz viel in Rumänien da vor Ort und macht das alles und ist da sehr, sehr engagiert. Mhm. Also immer, wenn ihr mal wieder Platz habt und unterstützen könnt, dann macht ihr das für diesen Verein. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen recherchiert darüber im Internet. Und 3000 Tiere, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Ja. Und es ist das größte Tierheim der Welt. Ja. Gut, vorher, und das finde ich eben das Gute, das, was mich so fasziniert hat, ist, das muss eine ganz taffe Frau sein, die Frau Langenkamp. Das war vorher ein Vernichtungslager für Hunde. Ja. Und das hat sie mal eben übernommen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Übernommen nicht, da hat sie schon sehr viel Kampf und Arbeit reingesteckt. Es war halt vorher so, dass die Straßenhunde halt getötet wurden. Mhm. Die Bevölkerung will sie dort nicht haben und dann wurden diese Hunde halt sehr grausam umgebracht. Mhm. Und die Frau Langenkamp hat also viele Jahre Arbeit da reingesteckt, um das zu ändern, hat dieses Tierheim aufgebaut und macht wirklich alles, was geht, um das zu verhindern. Und das klappt auch sehr gut, in dem Bereich zumindest. Mhm. Ja, das wurde auch eigentlich sehr deutlich, dass da in dieser Region, wo das Tierheim ist, eigentlich sehr viel erreicht werden konnte, aber alles, was drumherum ist, immer noch arg im Argen liegt. Ja, das ist leider so. Es ist also auch so, dass nicht alle Hunde, die eingefangen werden, ins Tierheim gebracht werden. Die Hunde, die kräftig sind, gesund sind, werden kastriert, tierärztlich versorgt und werden dann wieder in ihre Gebiete ausgesetzt, damit keine Neuzugänge nachkommen. Das haben natürlich die Leute im Umland auch mitbekommen, dass halt die Hunde dort nicht mehr getötet werden. Und da werden die Hunde wirklich kilometerweit in dieses Gebiet gebracht und dort ausgesetzt, weil die genau wissen, okay, da werden sie versorgt und da kümmert man sich. Aber es ist ja schon ein großer Vorankommen, wenn schon ein Gebiet, dann kann man das Gebiet ja langsam ausweiten. Das ist das Ziel, Dann, wenn da schon ganz viel kastriert worden ist und von sich aus keine Vermehrung mehr stattfindet, dann kann man ja nach und nach das Gebiet ausbreiten. Ich hatte dich vorhin gefragt, weil ich kenne das noch aus Filmen, also aus Dokumentarfilmen, dass da Hundefänger unterwegs sind mit Schlingen, die Hunde eingefangen werden. Und ich habe dich gefragt, ist das immer noch so? Ja, es ist immer noch so. Das ist die gängige Methode, dass diese Tiere also wirklich mit einer Stahlschlinge teilweise eingefangen werden und da auch wenig Rücksicht auf Verletzungen oder Ähnliches genommen wird. Es ist bis heute leider so. Und danach wurden sie bisher eben in dieser Region grausam getötet? Ja. Und jetzt bringt man sie dort ins Tierheim? Oder? Man bringt sie dann in das Tierheim, in die Smeura, und dort werden sie halt versorgt. Kastriert, je nachdem, wie kräftig sie sind, auch wieder ausgesetzt oder halt versucht, deutschlandweit dann zu vermitteln, dass sie hier rüberkommen. Weil die Vermittlungschancen von den Tieren dort in den Tierheimen sind sehr gering. Ja. Es ist einfach ganz schwierig da, dass die Bevölkerung hingeht und sagt, ich hole mir einen Hund aus dem Tierheim. Das ist nicht so die Regel. Dafür ist die Schwemme einfach auch zu groß. Mhm. Und Ärger mit dem Bürgermeister gibt es immer mal wieder dort in der Region. Ja. Es wurden Verträge abgeschlossen mit dem Bürgermeister, dass also die Hunde zu der Frau Langenkamp in die Smeura gebracht werden, um diese Tötungen zu verhindern. Da versucht man natürlich immer mal, das zu umgehen, dass dann die Hunde doch wieder, dann beschwert sich vielleicht ein Teil der Bevölkerung. Da meint die Politik wieder, sie müssten jetzt durchgreifen und versuchen, da Wege zu finden, um da drumherum zu kommen. Und da laufen also immer wieder große Protestaktionen, um das einfach zu verhindern. Mhm.
Und diese Protestaktion, und das finde ich auch sehr schön, die haben sogar Erfolg. Und das zeigt uns auch wieder, dass auch eine Unterschrift, wenn man dann denkt, was meine Unterschrift schon, dass das unheimlich viel bewirken kann, weil die Masse macht es nachher. Ja. Und der wird ja wirklich überrannt dann von Protesten. Ja. Und er hat wohl auch extra einen Verbrennungsofen angeschaffen. Das gab es alles, ja. Für die Hunde. Ja, und dann musste er den auch noch in der Politik rechtfertigen und wollte dann die Hunde wieder vernichten. Wieder umbringen. Ja. Okay, aber wie man sieht, Proteste können viel bewirken. Haben Erfolg. So, ihr habt, oder die Tierhilfe Hoffnung hat dort auch richtig eine Krankenstation, hat Ärzte vor Ort, richtig Festangestellte. Ja. Ärzte, ja, bei der Anzahl, bei der Menge ist es auch sinnvoll, denke ich. Und jetzt haben wir noch ein Arbeitsplatzangebot, weil dort wird auch noch ein Tierpfleger gesucht. Ja, die suchen händeringend wirklich deutsche Tierpfleger, die einfach bereit sind, da richtig zu arbeiten. Mhm. Hängt natürlich viel dran, weil natürlich dann Rumänien lässt sich mit Deutschland natürlich nicht so richtig vergleichen. Ja. Es ist einfach alles anders und die Lebensbedingungen sind auch anders, aber sowas wird händeringend gesucht. Und wenn jemand bereit wäre, da mal, und wenn es für eine Zeit ist, einfach mal mitzuhelfen, wäre es super. Mhm. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass jemand sagt, Mensch, das könnte auch mal ganz interessant, ist mal was ganz anderes. Ja. Und man bekommt auch mal einen Einblick in die Arbeit. Und gerade auch unter welchen Bedingungen in anderen Ländern dann Tierschutz betrieben werden muss. Das lässt sich nicht vergleichen. Was ich so schön fand, ist der Name Smeura. Das heißt übersetzt Himbeere. Ja. Hat das irgendwie, kennst du den Bezug? Der Bezug war, jetzt muss ich fast lügen. Entschuldigung für die Frage. Nein, ist nicht schlimm. soweit ich weiß, hieß es, glaube ich, schon im Vorfeld so. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Mhm. So die süße, süße Himbeere. Der Name ist schon die Rettung schön. Für die Hunde. Mhm. Und es war eben auch deutlich zu erkennen, dass der Großteil wirklich nur medizinisch versorgt wird, kastriert wird und dann wieder ausgesetzt wird.